Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, soeben hat der Bundesvorstand Beschlüsse gefasst. Nach der sechsten Verhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn AG sind die Verhandlungen für gescheitert erklärt worden. Gleichzeitig haben wir eine weitere Beschlussfassung vorgenommen. Der Bundesvorstand der EVG hat beschlossen, dass wir ab sofort eine Urabstimmung für unsere Mitglieder vorbereiten. Bei Zustimmung nach unserer Satzung von 75% der Beteiligten wird der Bundesvorstand dann über Streiks, auch über einen möglichen längeren Zeitraum, beschließen. Ich sage ausdrücklich bis dahin. Es kann 4 bis 5 Wochen in Anspruch nehmen, je nachdem. Es läuft aber alles jetzt an, sind auch Warnstreiks weiterhin nicht ausgeschlossen. Die Sommerferien beginnen morgen in Nordrhein-Westfalen und enden Mitte September, unter anderem in Bayern. Solcher langer Zeitraum, und deswegen kann ich auch nicht ausschließen, dass Ferien davon betroffen wären.